Doch der Sommer der Fogo-Anarchie währte nicht lange. Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg der APPD kam jäh und unerwartet zu einem brutalen Ende. Als ein vom bewaffneten Arm der Pogo-Anarchie initiierter Pöbelaufstand bei den Chaostagen 1984 blutig niedergeschlagen wurde. In der Entscheidungsschlacht an der Glocksee erlitt der Traum von der Pöbelherrschaft im Glocksee-Kessel eine vernichtende Niederlage. Der anschließende politische Terror der Staatsmacht, Verhaftungen und Drohungen auch gegen die legalen Vertreter der Pogo-Anarchie führten zu einer vollständigen Unterdrückung der offenen politischen Arbeit der APPD in ganz Deutschland. In ganz Deutschland? Nein. Im von unbeugsamen Pogo-Anarchisten bevölkerten Bayern leistete der Pöbel auch weiterhin erfolgreich Widerstand. Und so versammelten sich auch im August 1986 die APPD-Anhänger in München zum zweiten unordentlichen Parteitag. Zunächst begrüßte Sektionsleiter Erich Zander die Delegierten. Liebe Freunde, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Entgegen aller Meinung, dass die APPD nicht mehr existiert oder nicht mehr aktiv werden, müssen wir dem entschieden entgegentreten. Die APPD hat es bis jetzt immer verstanden, ihre Leute zusammenzuhalten und wir haben auch unser Wahlversprechen eingehalten. Freiwillig APPD! Danach betrat Sieber Kellbereit, einer der Gründer der Partei, das Rednerpult und beschrieb mit eindrucksvollen Worten den Ernst der Lage. In Deutschland tobt ein Krieg ohne Gnade. Das ZK der APPD charakterisierte diesen Kampf richtig, als es in seiner Frühjahrsproklamation 86 erklärte, es wird am Ende dieses Krieges nicht Sieger und Besiegte, sondern nur noch Überlebende und Vernichtete geben! Auf der einen Seite Nazis, Kommunisten, Grüne, Demokraten und Sozialfaschisten, auf der anderen Seite wir! Mutige, aufrichtige Pogo-Anarchisten aus der Punk- und Chaoten-Szene, die heldenhaft und unbeirrt selbst schwerste Belastungsproben aufnehmen und an die Front marschieren. Sie marschieren für eine Partei, die konsequent und kompromisslos die Interessen des Pöbels vertritt. Das sind Interessen, die unser Leben erst lebenswert machen. Interessen einer verschwindenden Minderheit dieses Volkes. Interessen eines sogenannten Amüsierpöbels, die wir, die APPD, vertreten. Aber dafür haben die Bonner Machthaber natürlich nicht das geringste Verständnis. Und sie würden auch darauf im Bedarfsfall nicht die geringste Rücksicht nehmen. Wir wissen heute ganz genau, dass das terroristische Bürgertum, gefangen in einer teuflischen Anschauung, unserem Wunsch nach Amüsement mit wilder Stumpfheit gegenübersteht. Die Presse hat behauptet, der APPD wäre es egal, ob Frieden oder Krieg herrscht. Das ist bürgerliche Gräuelpropaganda, denn nur der Frieden garantiert uns die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Diese Erfüllung verweigern uns aber die herrschenden unter anderem drakonischer Maßnahmen. Und deshalb steht vor dem Frieden der Krieg. Der Krieg, der nur zu unserem Siege führen kann. Und das verspreche ich euch, dann werden wir unsere pro-anarchistische Einstellung gnadenlos ausleben. Und deshalb frage ich euch, wollt ihr die totale Lust? Angesichts dieser Mobilisierung letzter Reserven sah Mieke Baron von Licht-Lindenstein eine günstige Gelegenheit, die Delegierten auf einen monarchistischen Kurs zu bringen.
Ich muss sagen, dass es in unserer Partei leider Differenzen gibt. Und zwar, dass die Norddeutschen auf den Kaiser Wilhelm stehen. Und wir... Während die Bayern ja eher auf unseren König Ludwig II stehen. Die Bonner steht auf Colonia, was immer das sein mag. Aber das macht ja nichts. Ich bin dafür, dass sich König Ludwig und Kaiser Wilhelm vereinigen. Auf dem Roten Gemach. Jo, Vereinigung aller Monarchisten. Ich bin dafür, dass die APBD in monarchistische Probepartei umgetauft wird. Freunde, ich und der Kaiser werden dann über unser Reich herrschen. Als letzter Redner beschwor Chefideologe Karl Nagel noch einmal die Unbesiegbarkeit der pogo-anarchistischen Ideale. Es hat Razzien gegeben, Verhaftungen, Gefängnisstrafen und die halbe Parteispitze musste in den Untergrund gehen. Sie können uns unterdrücken, sie können uns meinetwegen töten, aber kapitulieren werden wir nie! Schaut auf diese Bewegung, schaut auf sie! Sie ist doch total verkommen, wertlos bis an die Haarspitzen, zu nichts zu gebrauchen! Wir sind hier die wahre Elite dieses Landes und das mag das Bürgertum nicht einsehen, aber wir brauchen nicht die Liebe des Bürgertums. Ob sie uns lieben, ist uns einerlei, wenn sie uns nur respektieren. Ob sie uns hassen, ist uns einerlei, wenn sie uns nur fürchten.